Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich sehr, hier bei der Rose zu stehen und mit euch, mit Ihnen zusammen ein kurzes geistliches Wort zu teilen. Wir alle haben Schwäche. Kein Mensch ist entnommen von dieser Schwachheitsstellung eines Menschen. Jeder Mensch ist schwach, wie er auch stark ist. Ich spüre auch in den letzten Tagen, wie ich auch schwach werden kann. Man kann schon verschiedene Geschichten erzählen von der eigenen Schwäche oder auch von den Schwächen der anderen Menschen. Die Schwäche ist da. Die Bibel versucht einfach auch mit der Schwäche der Menschen umzugehen. Ganz besonders Paulus, der an die Römer schreibt, ganz besonders, was wir diese Lesung an diesem Wochenende in allen katholischen Kirchen in der ganzen Welt hören werden, auch es geht um Schwachheit, es geht um die Schwäche. In einer anderen Stelle sagt Paulus, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das heißt, die Stärke und die Schwäche, die sind irgendwie die beiden Zwillinge, die einfach einen Menschen begleiten. Es gibt nicht nur Stärke, sondern es gibt auch nicht nur Schwäche, sondern beide sind eben meine Partner. Wie mein Schatten hier, gehen diese beiden Partner mit mir im ganzen Leben zusammen. Ich würde einfach so vergleichen wie diese ja, wunderbare Rose. Und wir sehen hier eben ganz viele Dornen. Die Rosen sind so wunderbar, dass wir sagen können, es ist so genial. Und wenn es einfach duftet, genial. Aber diese Rosen wachsen an einem Stamm, wo ganz, ganz viele Dornen sind. Das haben Sie, habt ihr schon bestimmt mehrmals beobachtet. Mein Leben ist wie eine Rosenpflanze. Das heißt, ich habe ganz viele Dornen in mir, aber auch ich habe ganz viele Rosen in mir. Es geht nur darum, wie wir mit unserer Schwäche umgehen. Die Psychologen würden sagen, ein Mensch wächst nur, wenn er halt seine Schwäche akzeptiert, wenn er wirklich mit seiner Schwäche umgehen kann. Und gerade das ist auch die Botschaft der Bibel, dass wir eben die Schwäche annehmen. In dem Sinne, dass wir erkennen, dass wir schwach sein dürfen und wir schwach sind. In dem Sinne, wenn ich dann weiß, dass ich schwach bin und schwach sein darf, dann werde ich anfangen zu überlegen, wie kann ich etwas meine Schwäche minimieren und meine Stärke etwas vergrößern. Paulus würde sagen, in dem Sinne, wenn ich halt schwach bin, dann tritt der Geist auf, um mich zu schützen. Und gerade das ist der theologische Aspekt der Religion. Nämlich Gott, der in mir präsent ist durch den Geist, der hilft mir in dem Sinne, wenn ich schwach bin und wenn ich das anerkenne oder wenn ich erkenne und auch dann vor Gott und vor den Menschen bringe, dass ich doch schwach bin, dann werde ich geheilt. Und das ist diese Klugheit des Lebens, dass wir eben die Schwachheit haben und diese Schwachheit erkennen und diese Schwachheit eben vor Gott oder vor den Menschen bringen und sagen, es tut mir sehr leid dafür, auch wenn wir nicht immer alles aussprechen müssen, aber diese ja, Haltung, einfach auch diese Schwachheit zu besitzen und auch dafür die Gnade Gottes zu bitten, die Kraft Gottes zu verlangen, das wird wohl einfach ein wunderbarer Weg, dass wir halt heil werden können. Also, Schwäche ist niemals schlecht. Und das sagt auch Jesus im Evangelium. Als er dann sagt, ja, als seine Jünger dann ihm sagen, das sind irgendwie Weizen, aber auch das ist halt Unkraut. Wir haben halt keine Samen für Unkraut gesät, aber die Unkraut ist da. Aber dann sagt Jesus, lasst mal die Unkraut, sonst werden wir auch die Weizen irgendwie entfernen. Das wäre dann schade. Das heißt, unsere Schwäche
ist immer wieder auch mit unserer Stärke verbunden. Aber die Klugheit eines Menschen ist immer wieder zu prüfen, wie ich diese Schwachheit minimiere, damit einfach die Stärke wachsen kann. Also, mutig weitergehen. Sie und ich sind schwache Menschen, aber wir sind nicht nur für die Schwachheit erschaffen worden, sondern für die Stärke. Tschüss.